ich glaube, das sind bisher so 20 Stunden oder so, denke ich mal. 20 Stunden oder so. So 18, sag ich mal. Auf jeden Fall. Also hier ist auf jeden Fall erstmal der Gang. Ist natürlich noch alles noch im Bau, aber ich würde es halt einfach mal zeigen. Also hier. Hallo Leute, das ist meine Map. Bitte alle Schilder lesen. Und sie heißt Blockfarmer. Sorry, mir ist kein besserer Name eingefallen. Also das ist noch bisher in Arbeitung der Name. Schreibt mal, wie der Name so ist und was ihr bessere Vorschläge habt. Hier kann man noch mal einen Spawn setzen, weil hier kämpft man halt und hier ist normalerweise der Spawn. Und das habe ich einfach mal so ein Smiley getan. So einfach mal so. Hier kommen dann noch Türen hin wahrscheinlich. Ich zeige euch mal erstmal das hier. Also hier sind Ausrüstungen drin, Diamantausrüstungen und so. Wenn man hier reingeht, ich mache hier noch Spawner rein, also das hier Monster Spawn, natürlich keine Creeper, weil das wird alles zerstören. Das wäre blöd, weil für diese Räume hier, ich habe noch einen zweiten da drüben, habe ich mir so viel Mühe gegeben, dass wirklich überall Gras hingesetzt, dann dieses, ich weiß nicht genau wie es heißt, dann hier überall die Pflanzen, dann die, guck mal, schaut euch mal diese Muster an, ich habe überall Muster, ich habe voll übertrieben am Anfang, so, weil das wird viel zu lange dauern, da hatte ich echt nur, was ich mal denke, ich hatte nur hier den Boden und dann diese zwei Sachen, mehr nicht. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass es fertig war. Drüben ist eigentlich prinzipiell nochmal genau dasselbe, nur mit anderen Mustern und so ein bisschen anders und ein bisschen für den Brunnen sozusagen hingetan. Ich war raus. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal das unten. Da drüben fängt mein Jump'n'Run an. Das hat sehr lange gedauert, das Jump'n'Run zu machen. Also hier so halt so ein Jump'n'Run. Das kennt halt. Ja, ich habe die Sprünge erstmal ein bisschen leichter gemacht, falls eben. So schlecht im Jumpen. Also hier würde ich jetzt so machen und dann läuft mein dann auf jeden Fall ist dann immer der Respawn-Punkt, das heißt, wenn man stirbt und es einfach so fällt, so, oh mein Gott, ich schaffe diesen Sprung nicht. Okay, tschüss! Und dann stirbt man und respawnt wieder. Auf jeden Fall, das ist eigentlich das Prinzip. Hier drüben ist nochmal das, so ein ähnliches Jump'n'Run, aber es geht nicht von unten nach oben, sondern man kommt von einem anderen Jump'n'Run hier runter. Und hier habe ich einfach Obsidian gebaut, das sieht super aus. Wenn man hier dann langläuft, es geschafft hat, dann macht das. Das ist die Belohnung. Beste Belohnung auf jeden Fall ever. Hier haben wir wegen Kunst, habe ich immer so zwei Türme gebaut. Ich mache wahrscheinlich noch mehr Türme, natürlich erstmal respawnen. Dann habe ich hier so einen Turm gebaut. Dann kommt man hier rein. Nochmal Respawn-Punkt setzen. Hier oben können wir in alle Richtungen schießen. Hier Bogen mit Pfeilen. Und hier drüben ist eigentlich nochmal dasselbe, nur mit Obsidian und Quarz, also und so einer schönen, tollen Lampe. Ja, okay, jetzt war es erstmal zu dem Raum. Also ihr müsst bedenken, wie viele Blöcke das sind. Also ich kann es am Ende nochmal überall zeigen. Also guck mal, ich hab selbst diese Blöcke, dann die... Ich habe selber nicht verstanden, wie ich das überhaupt hingekriegt habe. Ich zeige euch mal das hier. Also hier kommen wir dann noch nach oben. Hier oben fängt da meine Battle-Arena an. Habe ich mir auch bisher sehr viel Mühe gegeben. Also hier, also ich baue hier überall noch ein paar Spawner hin. Oder halt einfach Skelette und alles. Ja, und dann, dann kämpft man halt hier, dann kann man hier vorne einfach so hoch. Ah, ich habe es echt verstanden, ne? Ich habe mich erst gefragt, warum da überall aus den Teilen Erde geworden ist, aber nur da, wo kein Licht ist. Okay, das habe ich jetzt erst verstanden. Das ist gut, dann kann ich ja überall das hinsetzen, muss nur Licht drauf machen. Nice. Ich habe es überall Fackeln hin platziert und dann wird es wieder zurückgesetzt sozusagen. Hier kann man auf jeden Fall hochlaufen. Dann hier rechts oder links halt. So ein Thron oder sowas in der Art. Ich mache hier eine Fackel hin. Dann kann man hier hochgehen. Hier sind noch die Augen von da drüben. Also ja. Und hier drüben ist dann so ein großes Zeichen mit so zwei Diamantschwertern PvP. Kann man es nicht so gut lesen, aber ja, ich habe mir schon viel Mühe gegeben. Schwert hat zwar nicht lange gedauert, aber ja, ich bin trotzdem für alles natürlich Mühe. Dann hier noch, hier oben geht es natürlich immer weiter. Also hier geht es immer weiter. Hier bin ich gerade am Bauen, also wie man sieht eigentlich. So, hier, das können wir einmal ausprobieren. Das ist so eine Art Drop, ich weiß nicht genau, wie man das wirklich nennt. Sag's mir mal, Jaden, wie man das nennt.
oder ja. Also auf jeden Fall ist es jetzt so, wenn man jetzt hier oben ist, nach 5 Jahren. Ja, komm. Ich hab's geschafft. Okay. So, hier kann man hier Respawn-Punkt natürlich wieder setzen. Das habe ich dann in Respawn-Punkt gesetzt, super. Und dann kann man hier runterfliegen und es schaffen oder nicht schaffen, wie ich. Ich schaff's eigentlich mal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier dann so die Tür, wo man rauskommt. Und hier muss man dann halt den ganzen Weg nach oben. Ich habe doch Respawn-Punkte so gesetzt, dass es nicht so nervig ist, hochzugehen. Weil dann, wenn man einmal runterfällt, muss man halt nochmal von ganz von Anfang da runter. Und das ist halt ganz schön nervig, glaube ich. Auf jeden Fall, ich kann euch jetzt nochmal das Ganze so außen rum zeigen. Hier baue ich auch noch gerade. Ich baue eigentlich ist alles noch im Anbau sozusagen. Also hier, diese ganzen Blöcke hier habe ich gebaut. Also alles habe ich von Hand gebaut. Keine Cheats wie du. Okay, hier alles von Hand gebaut bis nach ganz oben. Dann natürlich drin alle Blöcke. Was denkt? Schätz mal, wie viele Blöcke das insgesamt sind. Ich schätze so 2000. Naja, 3000. 3000 Blöcke insgesamt von allen. Nee, viel mehr. 5000 Blöcke vielleicht. Oder noch mehr. Ich habe echt keine Ahnung. Aber schaut euch das mal an. Es sind überall Blöcke und so. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat dir bisher gefallen hier, das Ganze. Und ja. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang. Ich will es auf 7 Minuten machen. 3, 4, 3, 2, 1.